Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 11. Mai. Und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf zum Himmel. Sie aber beteten ihn an. Lukas 24, Vers 51 und 52. So sind wir nun. Wir möchten so gern wissen, wie es bei der Himmelfahrt des Herrn Jesus zuging. Aber es ist, als wenn die Bibel uns das absichtlich nicht genau sagen wollte. Denn derselbe Lukas, der unser Textwort schrieb, drückte es in der von ihm verfassten Fortsetzungsschrift der Apostelgeschichte so aus. Eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Warum wohl beschreibt uns die Bibel dies aufregende Ereignis so wenig genau? Ich glaube, es geschieht darum, dass wir nicht fragen, wie fuhr er zum Himmel, sondern wer ist er, den Gott so erhöht hat? Darum haben die Jünger, gleich nachdem Jesus von ihnen geschieden war, nicht gefragt, wie ging denn das zu, vielmehr heißt es, sie beteten ihn an. Nun begriffen sie ganz, dass der Sohn des Vaters unter ihnen gewandelt hatte. Sie waren nur voll Staunen und Freude über die Gottessohnschaft des Herrn Jesus. Ich erlebte einmal eine große Jugendversammlung. Da wurden viele gute Reden gehalten. Aber am eindrücklichsten war es doch, als die große Menge brausend sang. Welch ein Herr, welch ein Herr! Ihm zu dienen, welch ein Stand! So etwa mag die Anbetung der Jünger am Himmelfahrtstag geklungen haben. Und seitdem hört die Gemeinde Jesu nicht auf, so zu singen. Welch ein Herr! Ja, die glaubende Gemeinde kommt aus diesem staunenden Anbeten nicht heraus. Wenn sie ihren Herrn am Kreuz erblickt, wie er glorreich aufsteht, wie er zum Vater zurückgeht, immer klingt es, welch ein Herr. Die Anbetung ist wohl die rechte Haltung ihm gegenüber. Herr, auch wir wollen zu denen gehören, die dir Lob singen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.